Es ist endlich Zeit, dass wir es verkünden können. Wir gründen ein E-Sports-Team. Den Namen werden wir euch noch bekannt geben. Wir haben mit dem Team auch sehr viel. Weil wir so krasse E-Sportler sind. Ich sag ehrlich, ich bin wirklich eigentlich E-Sportler. Sobald Sportler dabei ist, fühle ich mich schon gut. Ich bin Monopoly-E-Sportler, Bruder. Das kann ich sehr, sehr gut. Ja, 100 Euro für eine Straße. Wo sind wir hier gerade, Ort? Also, wir sind im Chemnitz, meine lieben Freunde. Ihr fragt euch jetzt Chemnitz, dies und das. Ihr werdet das alles noch erfahren im Laufe des Videos. Heute in diesem Video werden wir euch sagen, wie es mit dem E-Sport... In diesem Video werden wir euch erklären, dass wir unser E-Sports-Team gründen. Den Namen werden wir euch noch leaken. Wir haben aber sehr, sehr viel vor. Hier steckt noch viel, viel mehr dahinter. Und, meine lieben Freunde, wir werden euch gleich die Autos zeigen, die wir abholen werden. Das sind drei wirklich Bettautos. Also das ist wirklich krass. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das E-Sports-Team kooperiert und arbeitet zusammen mit Kraftwerker. Kraftwerker gehört hier dem lieben Andreas. Sein Sohn ist auch hier, der kommt gleich rein. Wir arbeiten zusammen und wir werden auch in Zukunft mit Kraftwerker zusammen sehr geile Events veranstalten, viele Events veranstalten. Und das erste Event, was es dann geben wird, ist Ende Mai. Und zwar werden wir ein Basketballturnier veranstalten. Es gab immer so viele andere Events, aber ich wollte einmal so ein Basketball-Event machen und sogar andere Streamer haben zu mir gesagt, zum Beispiel Honeypoo hat zu mir gesagt, bitte mach mal ein Basketball-Event. Das erste Event, wir werden ja, wenn das so weiterläuft, inshallah, werden wir mehrere machen. Das erste Event durfte Rohr sich aussuchen, der hat freie Wahl gelassen, der sagt auf jeden Fall Michael Jordan-Turnier. Wir zeigen euch heute mal die Halle. Das ist nur der Eingangsbereich, schaut euch das mal an. Das ist vielleicht gerade ein bisschen viel für euch, Informationen. Aber vor allem wie random, das kommt einfach so, Rohans neues Video, wir gründen ein E-Sports-Team, hä? Die denken sich auch... Ja, aber die werden sich gleich auch denken, what the fuck. Ich frag mich nur, was kann ich gut spielen? Ich bin mit allem kacke, doch RP. Nee, ja, ist auch scheiße. Was ja? Wir machen eine E-Sports-Liga mit Ich bin E-Sports-Roleplayer. Mehr kann ich nicht. Dieses Event, dieses Basketball-Event, was ich schon immer haben wollte, werde ich zusammen mit euch im 30-Tage-Stream planen. Ab dem 5.4., also wenn das Video online ist ungefähr, startet mein Stream, wo ich 30 Tage lang live bin. Und über 30 Tage lang Spenden sammeln und alles, was über die 30 Tage an Geld gesammelt wurde, wird am Ende gespendet. Masche, geil. Auch noch im sehr Moment, geil. Besser kannst du nicht machen. Und du bekommst auch noch ein paar gute Gäste. Ich komme mal zu Rohr zu Besuch. Ja. Breitenberg ist jetzt nicht eingeladen, aber er darf auch ab und zu mal kommen. Ihr habt mich selbst eingeladen, würde Amar sagen. Und weil das Intro jetzt 6 Stunden ging, zeigen wir, gehen wir jetzt nach unten. Oh mein Gott. Oh Bruder, 200 auf ein Bild. Nein, Spaß. Du kriegst von mir kein Essen. Was hast du gerade gesagt? Das ist der Sohn. Servus. Julian ist noch sehr jung, aber sein Vater hat uns das... Also ist ein Zuschauer von uns, aber jung, er ist 16, in ein paar Tagen ist er schon 30, das geht schnell. Ja, aber er ist noch sehr jung. Er ist noch 16, sehr 16 jung? Sehr jung würde ich sagen 11 oder so. Ich werde euch gleich zeigen, welche Autos wir hier haben und mitnehmen werden. Und falls ihr euch fragt, Jana, ich habe keinen Führerschein, ich weiß, aber... Ich habe diese Autos ausgesucht für meine Eltern. Und das ist richtig gut, weil das Auto von meinen Eltern gerade kaputt ist. Und wir haben eigentlich immer eine Schrottkarre gehabt. Und wenn ihr das gleich sehen werdet, was wir für Autos abholen werden, das ist wirklich geisteskrank. Und was für ein Wert? Also wir haben, glaube ich, 4 Fahrzeuge im Gesamtwert von 600.000, 700.000 Euro. Aber das ist natürlich Leihgabe, ne? Sehr, sehr wichtig. Ja. Also wir dürfen diese Autos fahren quasi. Robert hat seinen Vater einfach ein schönes Auto oder was? Nicht sagen, wir gucken uns gleich an. Ja, genau. Aber ich werde schon viel erfahren. Das E-Sports-Team wird ja gesponsert von Kraftwerker und Kraftwerker stellt dem E-Sports-Team die Fahrzeuge zur Verfügung. Wenn wir das filmen würden draußen, ne? Wie viele Autos da sind, ist wirklich. Also das ist wirklich. Ja, wir sind auch im Autohaus. Aber ich war noch nie bei so einem Autohaus, wo so viele Autos waren. Du hast doch keinen Führerschein, was willst du im Autohaus? Nein, er ist ja auch sehr jung. Ja, was willst du, Bruder? Nur weil du zweimal Rohr gegessen hast, was willst du? Wir gehen jetzt und zeigen euch die... Ach so, warte mal. Das, was wir euch gleich zeigen, wird die Halle sein, wo das Basketballturnier stattfindet. Ja, da drin findet ihr. Ach so, gut, dass du das noch nicht gesagt hast. Hier, wo wir jetzt gerade drin sind im Kraftwerk, werden wir... Kraftwerk, ne? Da drin ist eine Turbine. Das heißt Kraftwerk. Da drin wartet ein Flugzeug, Bruder. Ich wollte Flugzeug haben. Nein, Kraftverkehr. Was für Kraftwerk? Also, ja, wir sind aber kraftwerkisch. Atomenergie-Dings verursacht. Ja, natürlich. Also wir wissen noch nicht, was uns erwartet. Aber anscheinend sollen wir hier warten und dahin gucken. Wir haben doch schon gesagt, dass Autos kommen. Ja, in der Hand sind unsere Autos. Weißt du, wovon ihr redet, Digga? Wenn diese Disco-Kugel runterfällt, ne? Dann Wallah, ich hatte doch gerade denselben Gedanken. Vor genau 10 Sekunden dachte ich mir, ich hab da hochgeguckt, ich dachte mir, was, wenn die runterfällt? Ich will mal diese Disco-Kugel, die ist größer als Erde, Digga. Und er macht das Dach auf. Halt euch die Gänse auf. Tanker,
wirklich sich mein Vater über dieses Auto freuen wird. Er weiß noch nichts darüber Bescheid. Am 5.4., wenn mein Stream startet, werde ich meinem Vater dieses Auto übergeben und ihm dieses Auto schenken. Also wirklich krank. Abu hat einen 7-Sitzer für seine Familie. Das ist geisteskrank und Breitenberg der Yoga ist natürlich mit einem... Für die Tinder-Date. Das ist ja der Hammer. Stell dir vor, ich muss mit Breitenberg mitfahren. Wo soll ich da hin? Geil. Hammer. Boah, ich komm nicht klar auf die Karre. Freue mich. Einfach so heftig, dass mein Vater in diesem Auto fahren kann. Und ich habe es geschafft, meinem Vater einen Tanker zu kaufen. Ich freue mich so heftig. Schaltet ein am 5.4., wenn ich ihm dieses Auto übergebe. Und er weiß einfach noch nichts davon. Wow, das ist so crazy. Weißt du noch, vor 4 Wochen, wo du zu mir gesagt hast, du willst GLE kaufen? Ich meinte, warte. Ja. Erinnerst du dich? Er wollte unbedingt seinen Eltern GLE kaufen. Ich habe zu ihm gesagt, warte. Jetzt hast du ihn. Vor 4 Wochen wusstest du gar nicht, was die Planung war. Ihr müsst euch überlegen, mein Vater hat mit Breitenberg telefoniert über ein Auto, welches wir haben wollen. Und ich habe so gesagt, ey, dieses Auto ist es. Und er meinte, das ist viel zu krass. Und jetzt kann ich ihm diese Karre geben. Das ist wirklich heavy. Das ist ein geisteskrankes Gefühl. Schick dir schon um den GLE? Vom Aussehen her ist es die krasseste Karre. Ey, wie viel Kilometer hat der drauf? 20. 20 Kilometer? Was? Digga, der ist frisch vom Berg. Der ist frisch vom Berg. Hier ist noch die Folie dran. Nee. Zeig mal die Folie. Doch, ich glaube, hier ist doch Folie dran, oder? Oh mein Gott, das sehe ich das erste Mal. Digga, ich finde deine Karre auch crazy so. Crazy, ne? Ja. Das ist ein SL, Bruder. Ein SL. Boah, Digga, was? Alter, guck mal, den Bildschirm in der Mitte. Okay, Bandscheibe. Digga, da kannst du RP zocken. Ja, Mann, ich habe keine Bandscheibenschmerzen mehr danach. Burmester, geil. Erstmal auf laut Techno ballern. Ich komme nicht drauf klar, Digga. Ach so, mit Touch? Ach, Digga, was? Shoutouts wirklich an Kraftverkehr. Kann ich hier kurz Musik anmachen? Mit Handy verbinden? Ey, an der Stelle auch, also wirklich ohne euch, wäre sowas niemals möglich gewesen. Ja, ich finde das so krass. Dieser Sound in diesem Auto. Und mein Dad hat einfach einen fucking Tanker. Das ist so crazy. Vorne meine Eltern und hier hinten ist dann mein Platz. Mein Vater hat mich mitgenommen und nach Hamburg gefahren und er hat gestern erst erzählt, wie kaputt sein Auto ist. Die Felgen sind auch wunderschön. Ich war mal, ja, das ist richtig so stark. Bei meinem Kollegen war es so, ich musste mich mal übergeben, weil er einen Neuwagen hatte. Ja, wirklich, ich kann diesen Geruch nicht ab. Das braucht der Vorderen. Deutsche Papiere, meine lieben Freunde. Danke. Ich habe für diesen Stream so viel Content, also so viele Sachen geplant, die ich vorhabe. Ich hoffe, es funktioniert alles. In den letzten Wochen war mein Kopf wirklich voll nur mit, okay, was mache ich in dem Stream, was mache ich dies? Und dass ich am ersten Tag dieses gute Stück hier meinen Eltern übergeben kann. Nicht so crazy. Die wissen halt auch einfach nichts davon. Gleich gehen wir nach hinten und zeigen euch, wie es aussieht, wo das Basketball-Event stattfinden wird. Guck mal, wie mächtig dieses Auto von hier oben aussieht. Ja, das stimmt. Boah, das war cool, die Halle. Sorry, wenn wir richtig geile Events veranstalten. Alles, worauf wir Bock haben. Ja, das ist so krass, dass das alles in diesem Auto noch ist. Guck mal hier, kannst du noch Pedale drin? Sehr, sehr geil. Ich stell dir vor, du Streams darauf machst, während das ist so Sport. Ne? Geil, sehr, sehr geil. Das sieht von hier viel größer aus als von oben. Und die Halle hat Fußbodenheizung. Ja. Ja, man. Digga, es ist riesig hier. Und das Geile ist, ich werde, egal was das für Kosten hier sind, ich werde dieses Event auf Twitch machen. Damit da jeder einfach for free zuschauen kann und das dann bei mir auf dem Channel ist und dass einfach man einen Chat hat. Das ist mir übertrieben wichtig, dass man einen Chat hat und dass man einfach so for free gucken kann und das dann bei mir auf dem Twitch-Channel. Vielleicht ist es für euch so, okay, krass, was der da alles sagt. Er veranstaltet ein Basketballturnier. Ich krieg einfach Autos für meine... Wir veranstalten ein Basketballturnier, wir gründen ein E-Sports-Team und wir kriegen Autos. Aber es wird noch sehr, sehr viel passieren. Was erinnert dich das? Viele würden jetzt sagen, das hat was mit Rohat zu tun. Maybe irgendwann das ein oder andere Giveaway. Yes! Oder ziehen! Achso. Erwischt, Digga. Das ist eine richtige Event-Location. Ja, das stimmt. Das ist eine richtige Event-Location. Kein Kompromiss, sondern volle Fahrt nach vorne. Wichtig ist mit WLAN. Extra WLAN-Anschluss hier. Ja, du hast überall WLAN-Empfang? Ja. Das ist wichtig. Also alles Umkleidekabinen. Das ist crazy. Hier können wir euch dann das Catering, Spieler-Catering und Massagebank und so, dass ihr hier auch euch wohlfühlt. Ja. Ah, hier ist die Smoke. Also falls Amar und Sascha mal eine Pause brauchen vom Spielen, hier könnt ihr euch hinsetzen. Also mein Arm ist taub geworden, Digga. Und ich habe den Bauch eingezogen.
dass eigentlich alles hier so, der dafür verantwortlich ist, dass das alles überhaupt funktioniert. Hast du Sabri einfach mit Butter-T-Shirt? Das ist ein bisschen sympathischer jetzt für mich, weil ich mag Butter. Früher Butter gelöffelt, deswegen ist das gerade. Ich gelöffelt mit Brot gegessen. Das Konzept an sich, dies und das, das werde ich alles im Stream planen. Also die Zuschauer sollen damit eingebunden sein. Also ich will nicht einfach so komplett nach meinem Kopf ein Event machen, sondern die Zuschauer fragen, okay, wollen wir das machen und die Zuschauer abstimmen lassen. Deswegen kommt immer ein Stream. Yes.